Das ist meine dritte Saison und insgesamt ist das jetzt, glaube ich, meine 13. Profisaison. Also hast du angefangen, wann Basketball zusammen? Mein erstes Profi haben wir mit 16 Jahren. Krass. So ungefähr war es mit mir und Wein auch, weißt du? Jammers, Leute. Neben mir ist Philipp Schwedhelm, Basketballprofi. Philipp, stell dich doch mal kurz vor. Bro. Ja, Jammers. Ich bin Philipp, bin 28 Jahre alt und wie Toni schon sagt, ich bin Basketballprofi in der ersten Bundesliga und spiele aktuell für die EW Baskets in Oldenburg. Wir machen heute die Challenge und zwar dribbeln wir durch einen Parcours, den ich hier aufgebaut habe. Und weil wir so gute Vorsätze haben und natürlich auch Sportler sind, machen wir es diesmal nicht mit Wein, sondern mit sehr guten Säften. Dann riechen wir in den Saft, dann schmecken wir den Saft, sagen drei Wörter dazu. Für jedes Wort, richtige Wort gibt es einen Punkt und dann wirfen wir ein Zwei oder ein Drei, das kann dann jeder selber entscheiden. Und das Ganze machen wir auf Zeit und mal gucken, wer gewinnt. Ja? Ja. Schere. Ich kenne das. Papier, ich weiß auch schon, ohne Brunnen und Stift, ich sag's nur. Ach so, ohne Brunnen oder was? Ohne Brunnen und ohne Stift. Schnick, schnack, schnuck. Fuck. Also ein Traumsaft, der ist süß. Aber nicht zu süß. Hat ein bisschen was von Apfelsaft. Scheiße, die Hose rutscht. Quitte, Aprikose, Zitrone. Fuck! Ey! Quitte, Sanddorn, weiße Pfirsich. Oh! Nee, dann wärst du so vorgeschlagen. Soll der Philipp Schwedhelm vielleicht bei uns spielen? Nee, bei uns spielen nicht. Aber warte mal, vielleicht könnt ihr die Weinauswahl für uns machen. Die Saftauswahl für uns machen. Der ist gut drauf, den nehmen wir. Apfel, Birne, Ananas. Nein! Hagebutte, Johannisbeere, Waldbeere. Brombeere, Kirsche, schwarze Johannisbeere. Du hast gewonnen, Junge. Okay, würdiger Sieger, er hier. Hip-Hop-Leute. Stell jetzt deine ganz persönliche Weinfrage auf asktoni.de.